Herzlich willkommen bei uns auf der Gebärabteilung in Herisau. Mein Name ist Regula Rutz, ich bin Teamleitung der Hebammen hier in Herisau. Wir sind ein Team von 15 Hebammen in ganz unterschiedlichen Altersgruppen, in unterschiedlichen Bänden. Wir haben ganz junge Mütter im Team, auch ältere, erfahrene Hebammen. So sind wir bunt gemischt. Wir Hebammen arbeiten im Schichtbetrieb. Und zwar im Dreischichtbetrieb mit je 8,5 Stunden. Zwei Hebammen im Frühdienst, zwei im Spätdienst. In der Nacht ist eine Hebamme da. Und je nachdem eine auf Picke. In unserer Branche kann man für einen Durchschnitt planen. Und diesen Durchschnitt haben wir ja eigentlich nie. Und darum sind wir auch ganz fest angewiesen, dass wir Hebammen uns auch unter die Arme greifen können, wenn man ganz viel Arbeit ist. Für das haben wir einen Hebammen-Chat, wenn wir den Frauenpower anfordern müssen. Wir haben ein grosses Team Ärzte, die uns helfen bei den Geburten, bei der Schwangerschaftskontrolle. Es hat immer einen Assistenzarztdienst und ein Kaderarzt ist im Hintergrund, der ganz schnell da wäre. Wenn eines von unseren Kindern Hilfe braucht, dann sind zwei Kinderärzte im Hintergrund. Die haben beide ihre Praxis dort in Herisau und immer wenn wir es brauchen, sind sie auch schnell da. Das ist der Dr. Mirenitsch und der Dr. Braunecker. Bei uns in Herisau kann man auf alle Varianten gebären. Man kann eine ganz natürliche Geburt anstreben, man bietet Wassergeburten an, ganz nach den individuellen Wünschen und Möglichkeiten der Frau. Natürlich sind wir auch ausgerüstet für sämtliche Spezialitäten, wie wenn es jetzt zum Beispiel Hilfe braucht unter der Geburt. Wenn eine PDA nötig sein sollte, das ist eine Teilnarkose, da haben Sie sicher schon mal gehört. Oder wenn Sie in irgendeiner Art Hilfe brauchen, dann haben wir sämtliche Angebote. Unsere Herisauer Geburtshilfe ist, glaube ich, vor allem geprägt von den Frauen, die zu uns zur Geburt kommen. Und zwar haben wir ein schönes Einzugsgebiet, wir haben Stadt und Land, wir haben alle Bevölkerungsgruppen, die zu uns kommen. Und das geniessen wir Hebammen sehr. Die Appenzeller Frauen sind praktische Frauen. Und so wissen sie auch ganz gut, was sie wollen. Und so können wir auch sehr individuell Betreuung bieten. Bei uns wird die natürliche Geburtshilfe sehr gross geschrieben. Und man sieht es auch, wenn wir unsere Statistik anschauen, da haben wir im Verhältnis zu der ganzen Schweiz ganz wenig Kaiserschnitt. Wir haben ca. 23% und auf die ganze Schweiz gesehen ist das 33%. Wenn ihr zu uns eintretet zur Geburt oder zur Schwangerschaftskontrolle, dann haben wir die Unterlagen schon bei uns. Der Frauenarzt, der tut sie ja vorgängig anmelden oder vielleicht auch die Hebammen, die in der Kontrolle gewesen sind. Und dann wissen wir Bescheid und sind vorbereitet. Und so können wir sehr individuell auf euch eingehen. Als erstes, wenn ihr eintretet, machen wir in der Regel normale Schwangerschaftskontrolle, so wie ihr das kennt, auch von der Hebamme oder vom Doktor. Und dann, je nach Situation, geht es dann weiter. Manchmal geht man zuerst vielleicht gleich noch mal ein bisschen spazieren, weil es vielleicht gleich noch nicht ganz so weit ist. Oder man geht bereits ins Gebärzimmer, wo ihr dann je nach eurer Situation betreut werdet von uns. Uns ist ganz fest wichtig, da hat man rausgehört, dass die Individualität von jedem Paar großgeschrieben wird. Und wir Hebammen sind auf das geschult, dass wir nach euren Wünschen arbeiten. Im Anmeldungsgouvert hat sogar einen Bogen, wo ihr dürft aufschreiben, wenn euch besonders wichtig ist, wenn ihr besondere Wünsche habt. Auf die gehen wir gerne ein. Und dann verläuft es halt ganz nach Situation. Vielleicht geht ihr sogar noch mal heim. Dann war es eine Ehrenrunde, wo ihr bei uns einmal für eine Kontrolle gekommen sind, mit dem Nutzen davon, dass man schon mal eine Hebamme gesehen hat, schon mal Träumlichkeiten kennengelernt hat und ein zweites Mal ist dann die Hemmschwelle schon ein bisschen kleiner.
nach der Geburt, wenn Mutter und Kind wohlauf sind, dann legen wir Mutter-Kind verlegen aufs Wochenbett, nachdem im Gebärsaal das Kind vielleicht gebettelt worden ist, wenn das von den Eltern gewünscht ist, wenn das Paar hat dürfen etwas essen, der Hunger stillen, der dann gross ist nach der Geburt und das Kind kennenlernen. Das ist das Wichtigste nach der Geburt. Die Zeit für sich haben, wo man das Kind einfach nur bei sich haben und nur kennenlernen und nur geniessen, wo man sagt, da gibt es so Grundmauern für die gute Beziehung, fürs Leben. Wenn man genug Zeit hat nach der Geburt, wenn man die 1, 2, 3 Stunden ganz nah mit dem Kind haben kann, es gibt Leute, die sagen, die Pubertät sei dem viel einfacher. Da findet ihr dann selber raus. Hallo miteinander, mein Name ist Stefanie Rechsteiner, ich bin diplomierte Pflegefachfrau und Berufsbildnerin hier bei uns in Zeresau auf dem Wochenbett. Ich erzähle euch jetzt gerne ein bisschen, wie es bei uns abläuft. Den Teil des Gebärsaals habt ihr schon gehört. Wenn es eben Türen ist, kommt ihr noch zu uns. Es sind in der Regel so ca. 4 Tage bei uns, wo wir euch begleiten in eurer neuen Rolle als werdende Eltern oder jetzt Eltern. Unsere Kernaufgabe ist wirklich zu schauen, was braucht es, was sind eure Wünsche, was sind eure Vorstellungen und miteinander so zusammen einen Plan erstellen, was ihr braucht in der ersten Zeit. So in der ersten Zeit bei uns lernen wir uns einmal kennen, wer wir sind und schauen miteinander, wie geht es weiter. Ich denke, jetzt ganz am Anfang ist wichtig mal das Handling vom Kindli, wie gehen mit dem um, was braucht das Kindli, was ist so wichtig. Sicher eine Kernaufgabe ist auch das Stillen, wo wir dann begleiten, wo wir auch im Team verschiedene Stillberatungen haben und natürlich auch das ganze Personal in diesem Bezug ausgebildet ist. Dazu kommt die ganze Körperpflege, das Handling, was sind die Bedürfnisse des Kindes, was sind die ersten Kontrollen und auch die Überwachungen, dass ihr ein sicheres Gefühl habt, mit dem Kind halten zu können.